Herzlich willkommen beim Mastery Video. Diesmal habe ich gleich zu Beginn eine Frage an dich. Und zwar, welches dieser beiden Parallelogramme hat einen größeren Flächeninhalt? Schaffst du es, diese Frage ohne zu rechnen zu beantworten? Versuch es einmal und halte bitte jetzt das Video an. Zugegeben, diese Frage war eine Fangfrage. Die beiden Parallelogramme haben nämlich den gleichen Flächeninhalt. Und jetzt wirst du sehen, wieso. Hier siehst du meine GeoGebra-Datei mit diesen beiden Parallelogrammen. Um den Flächeninhalt besser vergleichen zu können, füge ich nun eine Unterteilung ein. Das graue Parallelogramm besteht nun aus 1, 2, 3, 4, 5 deckungsgleichen kleinen Parallelogrammen. Im Intro-Video haben wir bereits gesehen, dass der Flächeninhalt dieses Parallelogramms hier gleich groß ist wie der Flächeninhalt des Rechtecks mit gleicher Seitenlänge und Höhe, indem wir ein Dreieck abgeschnitten und nach rechts verschoben haben. Der Flächeninhalt des grauen Parallelogramms ist also gleich groß wie der Flächeninhalt dieser fünf Rechtecke zusammen. Zum Vergleich für später siehst du hier oben auch noch einmal ein Rechteck mit dem gleichen Flächeninhalt. Beobachte nun genau, wie sich der Flächeninhalt verändert, wenn ich die Seite CD entlang der zu AB-Parallelen gestrichelten Gerade verschiebe. Durch das Verschieben der Seite CD haben sich auch die roten Rechtecke nach rechts verschoben. Der Flächeninhalt der roten Rechtecke ist dabei aber gleich geblieben. Somit hat sich auch der Flächeninhalt des grauen Parallelogramms nicht verändert. Super! Damit konnten wir zeigen, dass Parallelogramme mit gleicher Seitenlänge A und gleicher Höhe HA den gleichen Flächeninhalt haben. Danke fürs Mitmachen!